90% vom Trading-Erfolg ist Psychologie. Stimmt das oder ist das nur so eine Trading-Weisheit, die die Leute erzählen und dahinter steht gar nichts? Heute will ich mal drei von diesen Weisheiten in Trading analysieren, zerlegen und will auch meine Meinung natürlich dazu sagen. Und vielleicht sind wir alle am Ende etwas schlauer oder vielleicht nicht. So, erstmal diese Trading-Psychologie. Man liest wirklich überall, dass Psychologie sehr wichtig ist und dass 90% von Erfolg im Trading liegt an Psychologie. Psychologie ist wichtig. Ich habe ein Video gedreht und ich meine, es ist sicher wichtig. Wenn man nicht machen kann, was man machen soll, hat man natürlich Probleme. Aber Psychologie kann nicht 90% Wert haben. Offen lesen wir von einigen selbstgenannten Trading-Gurus, die alles mit Psychologie analysieren. Und wenn etwas falsch geht bei uns, dann sind wir schuld. Also unser Mindset ist falsch. Der Guru hat es ganz gut erklärt, aber wir hatten ein falsches Mindset. Unsere Psychologie hat uns das Ganze ganz falsch machen lassen. Und das ist Quatsch, wirklich. Das ist ein echtes Problem, dass solche Leute im Trading-Bereich arbeiten können und dürfen. Das ist gefährlich, weil Psychologie allein kann nichts. Psychologie kann schuld sein, wenn man nicht nach dem Plan arbeitet, wenn man wegen Angst oder Gier einfach etwas falsch macht, aber Psychologie allein, also mit 90%, kann nichts. Wenn wir eine schlechte Strategie haben, die Geld verliert, da können wir nicht, wenn wir nur sehr psychologisch sind, Geld verdienen. Das klappt einfach nicht. Es ist wie bei einer Diät. Also wollen Sie schlanker werden und fitter, dann Diät, okay, prima, das funktioniert wohl. Aber wenn die Diät sagt, in der Früh Pudding, dann Pudding und dann wieder Pudding, Kugelhopf und noch andere Süßigkeiten dazu, den ganzen Tag. Sie können wohl psychologisch sein, sehr stur sein und alles richtig tun, aber ich glaube, dass es nicht wirklich zum Erfolg bringen wird. Aber es ist eine nette Diät, das ist klar. Aber wie gesagt, also die Strategie ist auch genauso. Ist die Strategie schlecht? Dann klappt es einfach nicht. Mit Psychologie geht man nicht weit. Psychologie braucht man, die ist wichtig, aber sicher nicht zu 90%. Das ist sehr wichtig. Zweiter Punkt. Im Foren liest man manchmal, Ausstiege, Exit sind wichtiger als Einstiege, die Entries in einer Trainingsstrategie. Das ist meiner Meinung nach auch wirklich nur ein Blödsinn. Ich meine, Ausstiege sind wichtig, man muss wissen, man muss einen Plan haben und im Plan muss man festgestellt haben, wo man aussteigen wird. Und die Ausstiege kommen nur, wenn die Gründe, warum wir in der Position eingestiegen sind, nicht mehr da sind. Wie können die Gründe verschwinden? Weil die Position einfach schief läuft gegen uns. Dann ist Stop Loss, okay? Wenn die Position schon genug gewonnen hat und wenn wir denken, dass unser Setup nicht mehr dazu bringen wird, das ist ein Take Profit. Oder wenn wir schon genug gewonnen haben und wir wollen nicht so viel zurückgeben, aus psychologischen Gründen oder weil wir denken, dass wenn die Position zurückgeht, dann hat auch unser Setup, unser Einstiegs-Setup Power verloren. Das ist ein Trailing Stop. Oder wir schätzen, dass nach einiger Zeit, 2 Stunden, 2 Tage, 2 Wochen, wirkt unser Setup nicht mehr. Unser Setup ist ein Chartmuster oder so und wir denken, dass nach einer bestimmten Zeit ist dieses Chartmuster nicht mehr so wichtig. Und dann steigen wir einfach aus, weil unser Grund, unser Setup nicht mehr gültig ist. Das ist ein Timestop. Das sind alle Exits, aber die sind mit dem Einstieg verbunden. Wenn Sie von München nach Frankfurt mit dem Zug fahren, dann müssen Sie wohl bei Frankfurt aussteigen, das ist klar. Aber Sie wissen am Anfang, dass Sie von München nach Frankfurt fahren wollen. Sie sitzen nicht einfach auf dem Zug und dann irgendwann schätzen Sie auszusteigen und Sie denken, dass es wichtiger ist, in Frankfurt
auszusteigen, als in München einzusteigen. Das ist Blödsinn. Also die Ausstiege, die Exits in einem Trading-System sind wichtig, aber die sind nicht wichtiger als die Einstiege. Alles ist wichtig, aber wichtig ist, dass man einen Plan hat. Und im Plan muss alles geplant sein. Nummer drei ist, mit gutem Money Management schafft man eine gute Equity Line zu erhalten. Und alles, alle Geheimnisse sind im Money Management, Position Sizing. Okay, ich habe selbst bin ein Fan von Money Management. Ich habe ein Buch geschrieben, Trattato di Money Management, auf Italienisch natürlich. Und das wurde auch auf Chinesisch übersetzt. Also das erfolgreiches Buch. Und ich bin stolz. In dem Buch habe ich alles geschrieben, was ich jemals finden wollte. Ich habe sehr viel gesucht, habe im Internet alles, was möglich ist, gesucht, habe Bücher runtergeladen, so Pirate PDFs, sagen Sie das nicht, und habe alles gelesen. Alles zusammengesammelt und in dem Buch habe ich geschrieben, was ich bräuchte und was ich gewünscht hatte zu finden. Also, Money Management ist wichtig. Money Management als Risikokontrolle, als Position Sizing. Wie groß muss unsere Position sein? Das ist alles sehr wichtig, aber das allein bringt nirgendwo. Man kann nicht nur an Money Management unsere Hoffnungen lassen. Money Management braucht man, damit man Risiko kontrollieren kann. Aber wenn man ja nochmal eine schlechte Strategie hat, dann kann man mit Money Management gar keine Lösung finden. Ich war mal seit längerer Zeit, ich war noch sehr jung, im Casino in Salzburg. Und ich habe dort an der Roulette gespielt, rot oder schwarz. Rot oder schwarz ist, habe ich immer verdoppelt, so wie Martingale habe ich dort als Ansatz gedacht. Und das machen die meisten. Und die Strategie ist im Prinzip verlierend, weil es auch ein Null gibt. Und also ich habe nicht 50% Chance zu gewinnen. Und in jedem Fall, mit Martingale kann man nicht weit gehen, weil wenn man immer verdoppelt, irgendwann hat man kein Geld mehr. Okay? Aber in jedem Fall war schon die Strategie zu schwach am Anfang. Und ich habe angefangen zu spielen. Habe mit 250 Schilling angefangen, waren noch die Schillinge da, und ich war so circa bei 860 oder so. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt schaffe ich das bis 1000 und dann gehen wir alle runter in die Stadt und feiern Bier. Okay, ich hatte auf Rot gespielt und da kamen 9 Schwarz in einer Reihe. Ich habe alles verloren. In dem Fall, die schlauste Entscheidung war, kein extra Geld zu wechseln. Also habe ich dort gestoppt, meine Karriere als Gambler. Aber was ist passiert? Ich hatte einen Money Manager, ich hatte einen Plan, aber die Strategie, die war falsch. Und mit einer schwachen, verlierenden Strategie kann man einfach nur mit Money Management gar nichts lösen. Also Money Management, Risikokontrolle ist wichtig, aber es ist nicht die Lösung zu allen Problemen im Trading. Das müssen Sie niemals vergessen. Money Management ist wichtig, so wie Psychologie, so wie Ausstiege, aber die drei allein oder die drei sind niemals die wichtigste Sachen im Trading-Bereich. Man muss immer lernen, neugierig sein, neue Sachen entdecken, analysieren, niemals an diese Weisheiten einfach glauben, weil sie uns gefallen oder weil wir denken, dass dort die Wahrheit liegt. Alles muss balanciert werden und zusammengestellt werden in einem Plan. Und nur wenn man fleißig lernt und immer, wie gesagt, neugierig ist, kann man etwas weiterkommen. Das war's. Ich hoffe, das hat geholfen. Haben Sie andere Weisheiten, die Sie vielleicht auch nicht magen oder die Sie einfach besprechen wollen? Das können wir ja in einem anderen Video auch tun, wenn Sie das da unten natürlich kommentieren. Und müssen Sie natürlich auch abonnieren, sodass Sie sofort dann wissen, wenn ich das eventuell gedreht habe. Und wir treffen uns wieder nächstes Mal. Am Moment kann ich nur noch sagen, ciao aus Italien, ciao von Andrea Huber.